Wir treffen uns heute zu einem Europäischen Rat, auf dem wir neben Energiethemen und dem Ausbau des europäischen Binnenmarktes im Energiebereich vor allen Dingen über Steuerfragen sprechen werden, über Fragen des Steuerbetrugs und der Verhinderung von wirklichem Informationsaustausch im Steuerbereich. Das alles soll ein Ende haben. Und hier werden wir doch entscheidende Schritte beschließen können, die durch die Finanzminister auch vorbereitet sind. Es wird jetzt endlich in der Europäischen Union einen Steueraustausch geben über die notwendigen Daten. Und es wird vor allen Dingen auch Verhandlungen mit Drittstaaten geben auf einer einheitlichen Grundlage. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Wir sind damit noch nicht am Ende. Wir brauchen sicherlich dann noch einen verbreiterten Steueraustausch von Daten, aber ein großer Punkt, und ich freue mich deshalb, dass das gelungen ist. Und ich glaube, es ist auch etwas, was ganz wichtig ist, wenn wir Menschen ermutigen wollen, ehrlich die Steuern zu zahlen, dann ist es wichtig, dass entschieden gegen Steuerbetrug und Steuerumgehung vorgegangen wird, und dazu ist heute ein wichtiger Tag.